Hallo miteinander und willkommen zurück zum Mountain Blade to Manalord mit Doran Gent. So, wir sind wieder auf Stärke. Naja, kann man so eigentlich fast nicht sagen. Ihr seht, wir haben fast keine Kavallerie. Und der Großteil unserer Leute sind billig Rekruten. Aber, ja, ich folge immer die Bayonida. Dasselbe, was wir quasi... Wo war die andere Stadt eigentlich? War das das hier? Nee, das war es. Dann ist die gar keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, die ganzen Leute sind hier alle drin. Wieder die 10.000 Lords, 600 Verteidiger. Jetzt ist hier Mr. Deadbeard. Ich schließe mich mal ein. Mal gucken, was der... Ah ja, jetzt hat er sich wahrscheinlich dann entschlossen. Ja. Ich glaube, ich habe Leute noch gewartet. Da kommt noch Melidir. Ja, dann gucken wir mal, dass wir Onida einnehmen. Und diese Fraktion endlich vernichten. Mit 1.500 Mann sollten wir es schaffen. Da sind ungefähr 700 oder sowas drin. Na ja, komm. Das reicht hoffentlich. Ja, ich hoffe, Onida ist eine Stadt, die nicht kaputt ist. Von den Dingern, dann, ja, wird es bestimmt auch ganz angenehm vom Zugucken. Und, naja, vom Spielen. Ja, sie sind alle hier drin, ne? Obron reitet heraus, um zu scouten, wie stark wir sind. Okay, ein paar Leute haben wohl keine Lust. Ja, 686. Ach so. Ja, dann warten wir mal, ne? Sind ja nur Juniorpartner, müssen also nichts bauen. Das macht der König schon ganz alleine. Ja, ich glaube, der kann das ein bisschen besser als wir auch. Ingenieurskill oder so vielleicht. Ich habe zumindest Taggen und Sui mal eingepackt. Wieder abgeholt. Nach unserem ja glücklichen ja, verstreut werden überall. Und bessere Beziehung zu den ganzen Leuten hier. Ja, ein paar und Leute hassen es natürlich, weil wir, naja, ein paar Leute gekillt haben. Offensichtlich haben wir nicht genug Leute geköpft, denn das Ding ist immer noch voll. Was? Slaughtered? Achso. Oh, shit. Wir haben kein... Oh. Die gesamte Armee hat nichts mehr zu essen. Oh, das ist nicht dein Ernst, ne? Ja, wir holen uns mal was zu essen. Können uns ja gleich immer noch anschließen. Der schien die Belagerung wieder abgebrochen. Oh mein Gott. Uns wurde der Krieg erklärt. Das ist genau von dem, wo ich mich jetzt versorgen wollte. Das ist natürlich super. Ah, komm, lass doch. Wie konnte es denn bitte sein, dass. Also, die ganze Armee, die hatten gar nichts. Die haben wieder nur unser Essen gefressen, die Schweine. Silber. Toll. Wir nehmen euer gesamtes Essen. Das sollte uns hoffentlich bis zur nächsten Stadt tragen. Ich will gerade gar nicht kämpfen, weil unsere Leute so schlecht sind. Immer noch für Karen zu kommen hier. Die Banditen und so, die sind überall und es sind echt viele. Oh Gott, ey. Trade. Ich bin mit 150 Essen losgelaufen. Dass das jetzt so schnell natürlich weg ist. Richtig bitter. Hier muss man hier alles mit. Ja, sehr viel auf jeden Fall. So, Flachs wollen wir nicht essen hier. Bier, Oliven. Also ein paar Schweine immer noch mit. Das ist ja gut, dass das Schwein geschlachtet. Das war hier wieder Last Resort Essen hier. Zack, zack, zack. Du. Ihr bleibt alle hier. Dieser ganze andere Schmuckern kurz weg. Hat ihr noch Pferde hier? Ja. Da haben wir wieder so ein bisschen was hier auf Lager, aber ne, viele Mules. Ein paar normale Pferde, so ist es nicht, aber... Ja, es wird dauern bis... jetzt gucken wir doch nochmal nach Value Items. Nope. Aber eigentlich sind wir ja mehr oder weniger zufrieden mit der Rüstung. Mehr oder weniger. Eher weniger, aber ja. So, jetzt mit Sui im Petto. Das ist natürlich ein bisschen schneller. Jetzt 123. Ich sage, wie stark sind die? Sind das jetzt wieder nur berittene Bogenschützen hier oder? 18 berittene Bogenschützen. Es sind Batanianer, Scouts, Clan Warrior. Ich habe unsere zwei Partys auch in der Stadt, aber die sind bestimmt wieder gestorben, oder? Nein. Aber mit Leuten. Das können nur Rekruten sein, ja. Das heißt allerdings nicht, dass wir nicht auch eine Armee erstellen können.
Nee, wo sind denn unsere Leute hier? Was sind Leute hier in der Gegend? Die waren ja in Danustica. Ja, guck mal her. Dann können wir hier mit Sicherheit einen Angriff wagen. Also ich kann euch ja mal unsere Truppen zusammen momentan zeigen. Ne? Das ist jetzt nichts, womit man, ne? Teile der Rekruten, so Tier 1, Tier 2, 31 landische Rekruten noch dabei. Ein paar Leute konnten wir natürlich uns schon etwas high-leveliger sichern. Dennoch Peasants, die wir natürlich zu Mercenaries ausbauen. Ja, und hier nur nach und nach langsam neue Leute reinbekommen. Ich habe so viele Looter bekämpft, wie ich konnte, aber... Oh, warte mal. Da helfe ich jetzt gerne mit, ne? Wir helfen Miron. Und Angriff. Was, ich habe keinen Voice Attack an. Okay, ich dachte, ja, eigentlich ist die Grafik auch viel schlechter als geplant. Okay, und gesamte Formation. Vordrücken. Kavallerie kommt zu mir. Ihr seht, es ist sehr, ja, sehr noobig alles. Ja, die haben natürlich eine Menge Bild- und Bogenschützen. Das könnte echt ein Problem sein. Mein 16 Stück ist jetzt nicht der Overkill, aber jetzt müssen wir auch noch Wasser crossen hier. Jetzt habe ich natürlich alles gemacht, außer das, was ich machen sollte. Ich gehe mal so einen runterboxen. Sie quasi mit dem Angriff ist es halt immer ein Schlag und dann sind sie weg. Okay, imperiale Truppen sind unterwegs. So, genau, das. Da war so ein guter Schlag. Ich denke, wir haben den Großteil der Schützen. Ja, die imperiale Kavallerie rettet die jetzt auch vor. Unsere Infanterie ist bald da. Die Imperialen sind schon da. Wir weichen mal hier auf die Flanke aus. Die scheinen... auch eine ganze Menge komische Leute dabei zu haben, ne? So, sein Pferd konnte sich schon mal verabschieden. Ich glaube, das war einer der Lords. Ich glaube, einer mal da oben gekillt gerade. So. Sagen, da treffen wir immer die richtigen, aber nein, offensichtlich nicht. So, komm schon. Au. Ja, das ist nicht so optimal hier. Ja, unsere Leute sind noch nicht hier. Nicht wirklich zumindest. Oh. Unser Pferd echt meine Riffy in Erinnerung irgendwie. Ich wurde da auch was gebalanced. Oh Gott. So, jetzt kommt unsere Infanterie hier ran. Ich meine, das. Oh. Ja, also, ne, mit Infanterie-Charges, die durchbrechen durch eine Linie, ist irgendwie nicht, ne? Wenn die Linie halt beisammen steht, dann geht da gar nichts durch. Das stehst du bloß blöd da, was echt, ja, enttäuschend ist immer noch. Wow. Ich hab die Beine weggehauen, dem Typ hier. So, das sind jetzt die ganzen auch Rekruten von ihm, die hier fliehen. Na ja, komm, die holen wir uns, ja. Kavallerie. Sind nicht viele übrig. Wollte ich gar nicht. Ich will ja keinen. Das soll keine üblich sein, wollte ich sagen. Peaks. Ja, nächster bitte. Ah, oder auch nicht. Vielleicht fail ich einfach mal wieder ein bisschen, weil ich jetzt ein paar Mal in Folge getroffen habe. Das wäre ja sonst zu schön. Und ich mache es mir auch gerade nicht so nötig schwer hier. Ui. So. Wow. So finde ich ausgeholt, dass es überlebt hat. So, und jetzt der hier, komm.
Ich glaube, das war das meiste. Yep. Die Schlacht ist gewonnen. Ja, schön. 41 Mann verloren. Hoffentlich zum Großteil von... Ja, wir haben 10 Leute verloren. Und davon halt, ja, unsere... ja, es ist halt echt, ich weiß nicht. Ja, hi Miron. Vielleicht ist ja die Karte, die man selber mitschleppe. Wow, du siehst aus wie ein Indianer irgendwie. Eher als wie ein Crusader, aber ist egal. Du bist auch mein Prisoner. Ja, zumindest können wir ein paar Pferde wieder auffüllen. Wir nehmen die sogar alle mit, ha? Huh? 180, okay, wir können noch 2. 54 Prisoner, nehmen wir auch mal alle mit. Wer sich ja noch anschließen möchte. So, schützen, da verbessern, da. Ja, Cavalry Upgrades, also, ja. Truppen abzugraden dauert halt immer noch gefühlt echt Ewigkeiten. Das war in dem mit dem ja, Tweak-Mod auf jeden Fall sehr viel angenehmer. Okay. Haben sie irgendwas fallen lassen? Interessantes? Nicht so wirklich. Na, so ein paar Bardings oder so. Also wenn wir Geld bräuchten, dann könnten wir das natürlich. Wir können natürlich das auch in Fekat und direkt hier verkaufen. Rekrutieren? Nope. So. Habe ich alles ausgewählt, was ich... Ich denke schon. Zack, weg damit. Ja, was machen wir jetzt mit diesen ganzen Prisonern? Können sie einfach ransom, aber... Was ist denn hier eine Stadt von uns hier? Da, Lycaron. Lass mal da hingehen. Vielleicht... 28. Würde ich ja sogar noch gern mitnehmen. Mache ich auch die ganze Zeit nebenbei. Erstmal, wenn ich eine Truppe Looter sehe, dass ich die bequem hier kurz wegballern kann. Das ist schon super. Und da gibt es dann immer wieder ein paar Upgrades oben drauf. Wie gesagt, das zeige ich dann ja meistens nicht, weil langweilig. Hier. Zack. Also, sobald die ganzen flandischen Leute mal, sag ich mal, upgraded sind, dann passt das schon von der Truppenzusammensetzung auch. Dann haben wir imperiale, flandische und Mercenary Troops. Was okay ist. Wir sind mal 10. Ja, ich melde mich mal, wenn wir drüben sind. Und der eine hat sich schon angeschlossen, tatsächlich hier. Das war Hertag. Ja, jetzt können wir uns natürlich hier frei aussuchen, wo wir hinwollen. Jetzt, ja, der König hat ja seine Ladung abgebrochen. Fand ich auch sehr schlau von ihm, dass er da, ne, ohne Essen hingelaufen ist. Da muss die KI sich echt irgendwie, weiß ich nicht, da muss noch was gebalanced werden, weil das habe ich ja schon sehr oft häufig erlebt, dass sie ohne Essen rumrennen und die ganze Armee quasi stirbt bei der Belagerung teilweise. Richtig bitter. Aber gut, wir sehen uns dann gleich wieder. Ne? So, Leute sind verkauft, da kommt unsere zweite Party. Da ist ein neuer Händler bei Stelmios. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwo ein bisschen Stress machen können. Ist immer noch zu schwach, um hier oben ordentlich was zu machen. Ich habe auch schon eine Party von 65 im Haunted Bandits gesehen. Ja, großartig, das hat keiner gehört. Hier brennt schon wieder alles. Surft. Jetzt werden auch die ganzen Sachen hier durchgedrückt. Also vor allem Sachen, die für den Herrscher gut sind. Weniger für uns. Towns gehen mal Security Battle los, mein Militia und mein Prosperity Partei. Nein. Bin ich definitiv dagegen. Ganz energisch bin ich da dagegen. Wollen unsere Städte hier stark wissen. So. 218 Defender. Hier, Kulan ist hier hinten. Wir können gleich schon dazu holen, dann können wir die Sai hier belagern. Warte mal. Armee. Nach Distance. Kulans Party ist halt beschäftigt, ne? Currently fighting the enemy. Ach, Tatsache. Der bekämpft gerade eine Miliz hier offensichtlich. Vielleicht kommt er ja danach, ne?
mir definitiv genug, um hier voran zu kommen. So. Ulan. So. 139. Das sollte hoffentlich reichen. Eine 2-2-1 Überlegenheit. Chaos Castle. Besiege. Wir holen uns einen Lamborg und zwei Türme. So, schneller. Ist mal ein bisschen raus, dass ich sehe. Ich habe jetzt die Grafik auch auf schlecht gestellt, gelassen mal. Das erste, wobei das eigentlich. Ich brauche mal das gar nicht. Moment. Deswegen sieht das Spiel momentan so komisch aus, was mich euch wundert. Okay, die haben auch schon kein Essen mehr. Ach, da ist, Tulaks Armee. Tulak klingt nicht sehr blandisch. So ein Überläufer sein. Na gut. Jetzt haben uns die Historie noch irgendwie erklärt. Okay, jetzt haben wir Krieg an allen Fronten. Aber wir sind die stärkste Partei. Also, ja. Ist, denke ich mal, ja, geradezu. Ich sage notwendig, aber gut nachvollziehbar auf jeden Fall. Schauen wir, dass wir auf jeden Fall einen Tag kämpfen und nicht nachts. Also wir haben noch genug Nahrung, Kohäsion ist auch da. Da machen wir nochmal so einen Onaga kurz. So, dass wir den halt mit in der Schlacht drin haben, können wir halt einbauen, weil die werden alles wegschießen hier. Da wobei, warte mal. Wenn das so ist, dann... Die sind noch nicht fertig. Dann liegen wir den Assault. Tja, es sind halt echt viele schlechte Truppen. Immer noch bei uns. Beginnen wir den Assault. Das sieht jetzt auch nicht wie die krasseste Burg aus, von hier aus. Dass die Leute mal machen, was sie, ne, was sie wollen. Wieder den Bogen nicht mitgenommen, weil ich schlau bin. Ja, seht ihr, das sind auch so lustige Minitürmchen hier. Das muss Level 1 sein. Vielleicht sind die Bogen von den Kusaiten alle so. Oh wow, das ist nicht wirklich hoch, ne? Was hat mich gerade getroffen? Wo hat mich gerade getroffen? Hä? Hier stehen ja völlig frei eigentlich. Ich dachte, zwei Speere brauche für die Leute hier. Die Mauer ist zu niedrig. Ich könnte wahrscheinlich sogar mit dem Speer da hochpieksen gleich. Ja. Ein bisschen rumtaunten hier. Ja. Solange die mich beschießen, beschießen sie vorne den Dinger nicht. Auch schon Verluste erlitten. Er hat auch ein paar Verluste, aber nicht viele. So, jetzt kommt das doch langsam ran hier. Doch verstärkt geschossen. Ja, wir haben auch nicht mehr die Klassenbogenschützen. Wir haben die ganzen batanischen Helden ja auch nicht mehr. Jetzt müssen wir mit dem Standardzeug hier vorlieb nehmen. Ja, verschwinde. Auf mich zu zielen hier. Schuld ist noch sehr gut dabei. So. Okay. Das sind alles Milizen, ne? Das, okay. Open the gate. Wieso zur Hölle habe ich mein Schild weggepackt? Und wieso habe ich mein... Muss ich zum Geld öffnen alles weglegen, oder was? Das ist einer der besseren hier. Oh, 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 oh. Was zur Hölle? Ja.
Ja, da hatte ich jetzt die Wahl, lasse ich mich Springkäfer runter. Ich hätte es vielleicht besser machen sollen, ne? So, wieso, wo wollen die denn jetzt alle schon wieder hinlaufen hier? Kämpf doch an der Stelle. Die wollen hier ins Gatehouse rein. Die Leute da drin bekämpfen. Die runterschießen vielleicht. So, der zweite Turm ist auch dran. Ja, das funktioniert alles super bei den Belagerungen. Bin sehr zuversichtlich. Ja, wer verliert dann wegen sowas, ne? Nicht, weil wir zu wenig Leute haben. So, die oben sind jetzt endlich durchgebrochen auf der linken Seite. Okay. Ja, das da hinten, was das schon wieder ist, das will ich nicht drüber reden, ehrlich gesagt. Ja, Kranak. Warte, Kranak ist hier dabei? Rat nicht. Ist Kranak nicht eigentlich ein Karawan? Dude? Naja. Kein Problem. Offensichtlich hier. Es gab auch nicht einen einzigen Ruckler. Also, dieses Ding scheint wohl zu funktionieren ordentlich. Wir haben 20 Leute verloren. Footmans, Rekruten. Naja, was soll's. Hauptsache, wir haben das Ding erobert. Blitzen. Ich will keine Milizen. Da gab es zumindest mal ein paar Upgrades. So, landische Rekruten. So, Crossbowman, Infantry-Jungs. Dann ich auch ein paar Unteroffiziere dann mit der Zeit. Ein paar gute Sergeants. Wir steigern wieder die Menge an Scouts, die wir haben. Gab es hier irgendwas zu looten? Nein, nicht wirklich. Naja, was willst du von den Steppelleuten auch erwarten? Na gut, Chaos Castle ist erobert. Ist ja super. Jetzt haben wir hier 316 Mann. Eine Armee wurde kreiert in der Nähe von Danustica. Ja, das ist ja hier relativ nah an unserem Zeug hier dran. Das könnte problematisch werden. Vielleicht sollten wir uns nochmal in die Richtung bewegen. Gathering an Army near Elipa. So, und da ist nochmal eine. Da ist Katahils Armee. Vielleicht geht der ja da in die Richtung. Jetzt haben wir halt wieder so eine. Gut, um die mache ich mir keine Sorgen. Im Prinzip ist es ja nur wir gegen die Reste hier hinten. Ich hätte ja jetzt echt gerne mal, ne, für die Hauptquest mal irgendwas vom Empire noch kaputt gemacht. Es fehlt, glaube ich, nur noch ein Settlement, oder? Dann sind die doch raus. Also dann ist die Quest... Nee, okay, das, dieses Empire, ne, muss noch, sage ich mal, etwas zurechtgestutzt werden. Aber ansonsten sieht das doch alles prächtig aus, was wir hier betreiben. Außer, dass unsere Leute nicht schlecht sind. So, Highborn Warrior nochmal mit. So, er hat sich wieder... Also er hat hier... Ja, alle Söldner des Spiels wieder versammelt. Guck mal einer an, jetzt sind es 434 hier drin. Könnt ihr mal gucken, ob wir hier ein paar von diesen Leuten hier... Die werden halt nicht rauskommen, die... Keiner traut sich ja zu kämpfen. Staut sich er hier. Nein. You shared your food with the starving soldiers of your army. Ja, alles beim Alten, war. So, ich schätze, wir werden hier, naja, rekrutieren offensichtlich nicht. Raid the village, mal gucken, vielleicht kommen sie ja jetzt raus. Nicht viel zu holen gibt's hier wohl nicht. Das sind noch mehr unsere Leute. Lucan ist das. Warte mal, end raiding. Baranor ist auch nicht so weit weg. Komm mal näher hier. Baranor. Ja. Wir machen weiter mit dem Raiden.
sind natürlich eine ganze Menge böse Leute jetzt überall rum. Also, wir sind natürlich jetzt auch böse, weil wir selber plündern, aber eine Mischung aus Crusaden und Imperialen. Momentan muss ich alle Watchmen, obwohl ich die eigentlich eher zu Hired Blades machen wollte, als zu Kavalisten machen, weil unsere vlandischen Leute nicht schnell genug nachkommen. Schaut sich jetzt einer von euch mal hier. Was ist das denn hier? Das ist einmal eine imperiale Armee. Warte mal, komm, wir helfen mal dieser imperialen Armee hier. Help Arcos Party. So, das sieht jetzt schon sehr viel besser aus alles. Es kommen wahrscheinlich noch mehr dazu. Wir schicken mal die Truppen. Oder? Nee. Und das gehen wir es mal nicht. Ne? Wir wollen ja das bisschen, was wir haben, nicht wieder verlieren. Okay, gesamte Formation vorrücken, hätte ich gesagt. Die Kavallerie. Die kann mir folgen. Ja. Das sind wirklich. Ne, das sind nicht alles unsere Kavallerie. Ich wollte schon sagen, das sind nämlich ein bisschen viele. Das ist er und seine Bodyguard. So, da haben wir die feindliche Kaff. Ja, ist einer mal erwischt. Unser Pferd hat es leider auch ein wenig. Ja, Pferdemörder-Trade läuft. So, den haben wir auch erwischt. Nur aufpassen, dass wir hier nicht. Ist einer von unseren. Den haben wir erwischt. So, macht die mal alle nieder hier. Wir müssen. Na, was heißt müssen? Wir gehen gleich mal die Infanterie helfen gehen, aber wirklich müssen. Müssen wir es wahrscheinlich nicht. Die sind nämlich schon. Ja, das war's. Na, dann reiten wir hier noch ein paar Leute nieder. Es sah ja wieder schlimmer aus, als es war, weil da ja jetzt, sag ich mal, erheblich mehr. Ja, da hinten ist der Rest. So, die gesamte 3 kann jetzt mal chargen. Schon wieder so viele Lords auf einem Haufen waren. Vielleicht bestand wieder die halbe Kavallerie aus Lords. So, nochmal da den heftigen Typ noch erwischt. Ich hätte gerne dieses Ding, was das Kauschen beschleunigt, diese Fähigkeit. Das wäre schon super. Wir haben plötzlich noch Leute. Nee. Tja, es sind schon wieder so viele. Ich meine, ja, zumindest verbessern wir zu denen ein bisschen unsere Relation. Also dann Mamuk Soldier kann man zu Schützen ausbilden. Mercenary Scout können wir gut ausbilden. Ja, ehrlich gesagt, die Kusaiten, die nehmen wir mal mit. Wir brauchen Kavallerie. Also da gehen auch, Pro Crossman sind auch okay. Coleman, hä? Huh? Vladimir Footman, yep. Glaube ich, dass wir immer noch 20 Rekruten dabei haben. So. Es gab ein paar Pferde. Gut. So, jetzt die weitere Lage. Wir haben hier diese Armee hier. Das ist der Khan. Hier ist Altenos. Was zur Hölle? Willst du dich nicht anschließen eigentlich? Der will einfach nicht, ne? Altenos. Ach, der ist schon in einer anderen Armee. Der wurde von irgendwann anders gerufen, offensichtlich. Hm. Ja, wir brauchen nur mit der Armee noch nicht wirklich angreifen. Brauchen mehr Leute. Oh, da ist wieder eine Vereinigung. Oh, und sie kämpfen hier. Also, das muss irgendwie anders regelbar sein. Das kann nicht sein, dass die so viele Leute hier haben. Also, so viele verschiedene Lords, ob das jetzt alles Söldner sind, oder vielleicht haben die einfach nur extrem viel Geld. Ich meine, dann wäre es ja logisch, dass sie sich jeden holen, den sie können, aber ich glaube nicht, dass das so, ja. Wir kriegen sie halt auch nicht. So. Katalyst Party ist ein Tag weg. Ja, du bist schon unterwegs zu uns.
Armee geht nicht. Dann belagern wir mal Onira. Das wird nicht einfach werden. Mit relativ wenig Truppen und unerfahrenen Truppen. So, zum Glück, also was heißt zum Glück, also tatsächlich stehen ja auch viele von seinen Leuten nicht in der Stadt drin. Mal gucken, ob sie diesmal wieder einen Ausbruch machen. Das ist relativ ausgeglichen. Das ist eigentlich nicht gut bei einer Belagerung. Aber wenn Katalit und Baranor noch dazukommen, dann sollte das eigentlich passen. Das heißt, ne, wenn sie nicht unterwegs irgendwie aufgetrieben werden von jemandem. Da ist Ingaltas Armee. Wo die zweite Armee. Er vertreibt die Jungs hier. So, Katalit ist unterwegs. 121 zusätzliche. Das wäre schon gut. Da ist er. 133. Wir haben auch genug zu essen. 2:1 Überlegenheit. Aufgebaut ist alles von ihm. Wir brauchen definitiv auch beide Türme. Und dann können wir hier, keine Ahnung, mal noch einen Tribok bauen gleich. Wir haben auch genug Essen für 10 Tage. Schade, dass die andere Armee uns nicht unterstützt. Das wird wieder sehr knapp werden hier. Sehr, sehr knapp. Was heißt, wenn wir überhaupt, ne? Was sind die ja schon bekommen hier? Okay. Alita und Assault, wir versuchen es. Ich meine, was soll's? Mehr als unsere Billigstruppen verlieren können wir eh nicht. Also ja. Okay. Auto-Deploy und Beginn Assault. Ja, hoffentlich kriegen wir auch nicht diese komischen Bugs, die wir vorhin hatten. Das war doch sehr ärgerlich. Und ich entscheide ich mich. So, ich würde sagen, stelle ich mich auch diesmal richtig und und lasse ich lieber fallen, ja, von der Mauer. Ja, statt zu sterben, wobei ich erstaunlich klar gestorben bin, da war ich auch ein bisschen überrascht, so ist der Tribok, übrigens. Ist immer noch nicht so ganz klar, was die eigentlich. Ja, klar, immer gesagt, sie töten Gegner und so und sie versuchen die gegnerischen. Ja, Werfer und so kaputt zu machen. Aber. Ja. Wie effizient das ist immer echt schwer zu sagen. Beziehungsweise es ist eigentlich unmöglich zu sagen. So, nimm mal hier. Ich will dich mal schießen sehen. Der Stund halt definitiv auch keine Mauern oder so. Also, ja. Die Option, dass man erstmal die Mauern wegschießt, da, die kriegt es ja nur von außen und da braucht man echt guten Engineering-Skill. So, da. Mauern getroffen, ja. So, komm, wir gehen mal hier. Jetzt sind die Alan und schauen uns hier das Ganze an. Stehen die hier? Nee, die stehen schon richtig drum. Dass die hier irgendeinen Ausfall machen und ich das nicht mehr bemerke. Ja, und natürlich ne, wieder kein Bogen, weil. Das ist halt sehr wenig effektiv hier, ne? Oh, naja. Zumindest einer mal erwischt. Natürlich nicht machen werden, ist als erster rangehen und diese Tür öffnen. Wir haben ja gesehen, wozu was das wird. Oh nee, das sind die großen Türme. Oh Gott, das wird jeder sehr spaßig. Ja. Der Ablauf hier ist ja immer gleich. Gegangen ist das Teil nicht. Klettern wir mal. Ich kann die natürlich auch zuweisen, aber. Ich habe das Gefühl, dass es, wenn ich sie so machen lasse, echt besser ist. Zumindest geht das nicht immer automatisch auf direkt. Ja, sie laufen alle noch auf dem drin Ding hier. Warte mal. Ja,
Das ist halt im Getümmel echt schwer zu sagen. Und sie stehen alles aufeinander. Zu weit nach vorne kann ich nicht gehen, weil... Ich versuche jetzt zuzustechen vorwiegend. Von oben oder von oben zuzuschlagen. Komm schon. Boah, jetzt... Ja, wir werden massiv blockiert von unseren eigenen Leuten hier. Natürlich, weil... Sie echt am besten, als am besten erwiesen hier einfach. Komm schon. Von links schlagen. Ja, aber macht das jetzt Spaß? Das ist ehrlich gesagt genau dasselbe Rumgebäsche, wie es halt in den ersten Teilen war. Da ist es, da hat sich nicht viel geändert oder nicht viel verbessert. So, ja, weiß ich nicht. Weil das ist halt Krieg auf hohem Niveau, muss man auch sagen. Ich warte nur noch, bis mich ein Pfeil irgendwie von der Seite erwischt. Ah. Ja, wir sind auch noch nirgendwo richtig durch, ne? Würde ich sagen. Also, es ist ja kein Ruckeln in dem Sinne. Es ist halt nur dieses komische. Ja, guck mal zurück. Ja. Nein. Ich bin gleich tot. Ja. Jetzt machen wir wieder den hier. Das ist die effektivste Möglichkeit. Au. Vorsichtig, ja, nicht, wird schon gleich sterben. Der Typ hier vor uns lebt auch noch. Das sind sehr eager, die Jungs hier, die wollen. So, nein, sie sind nicht so strong. Wir haben sie doch. Jetzt einer von beiden Seiten hier. Ich glaube, ich bin tot. Nee, doch nicht. Oh wow, wir gewinnen das sogar. Unfassbar. Wir haben die ganze Zeit nur an einer Stelle gekämpft hier. Ist wieder runtergefallen und... Ah, tot. Ja. Ja, bitte. Wenn mich der... tja. Ich würde behaupten, auf diesem Turm sind ein paar Leute umgekommen. So, also wir können ja jetzt mal auch zum Beispiel auch gucken, ne? Mach mal jetzt auf Very High. So. Mal gucken, was das ausmacht. Ich meine, gut, jetzt ist schon, sind schon viele Leute tot, aber. Ich glaube, Very High geht auch locker. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ein, zwei Optionen. Die Schatten vorwiegend ausstellen. Das sollte das eigentlich gehen. Guck mal, dass wir hier die optimale Qualität, die momentan machbar ist bei mir am PC. Dass wir die durchbekommen. Ach, da ist noch ein Einzelner. Ich glaube, er flieht vor diesen. Oh, ja. Er wurde begrüßt dort drin, offensichtlich von jemandem. Noch ein paar Letzte. Der versucht sich hier auch noch zu retten. Ohne Erfolg. Treppenkämpfe. Also, irgendwo sind hier noch welche. Ich hätte ja. Also, man kann das natürlich viel cooler, das Ganze gestalten, ne? Die kämpfen da momentan fast alle nur auf den Mauern, die Feinde. Es wäre natürlich lässiger, wenn es auch Straßenkämpfe gäbe, richtige. Wenn sie irgendwie Barrikaden aufbauen würden oder sowas. Ist dann natürlich wieder die Frage, ob man der KI wirklich so die quasi die Entscheidung überlassen will, die Mauern aufzugeben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, naja, wieder zu unerwünschten Ergebnissen führen wird. Mach mal. Ja, das. Okay. War's schon. Wir haben ein Drittel unserer Armee verloren. Ein Drittel ist verletzt. Aber gut, es geht voran. Du bist jetzt mein Gefangener sein. Nur der eine, so Truppen.
Wir haben 97 plus 356, das heißt, wir können 40, 45 Leute rekrutieren. Ja, Vladimir Sergeants. Ach, guck mal, die haben bestimmt ein paar Leute von unserem letzten Assault hier noch drin. Diese Schweine. Ein botanischer Scout. Ja. Die Archer. Es kann halt echt gut sein, dass hier noch ein paar von denen dabei sind. Kommt zurück in meine Arme, meine Freunde. Meine Freunde sind auch mit diesen relativ hochlevelig. Ja. Batanjana will ich jetzt eigentlich keine mitnehmen, obwohl es echt Verschwendung wäre, aber. Ja, Rekruten für die Bogenschützen, noch ein paar Peasants. Stugia. Ja, Imperiale Archer noch. Ein Vlandischer Rekrut. So, die Gefangenen nehmen wir natürlich mit. Und Level-Ups gibt's. Imperiale Rekruten, naja, zumindest ein bisschen. Ja, wahrscheinlich haben die Rekruten nicht viel abbekommen bei der Schlacht. Außer ein paar Pfeile ins Gesicht und sind dann sofort umgefallen. So, Imperial Veteran Archer. Da, die könnte man natürlich auch zu Bukaledis upgraden. Das wäre halt die Edelvariante der Briten im Bogenschützen. Aber ich denke, dass wir bleiben bei den Palatinerwachen. So, ich sollte, glaube ich, auch aufhören, Crossbowmen so langsam zu bauen hier. So. Heavy Horseman, dann hier. Sehr schön, diese. Also, ich bin nur froh, wenn wir von den normalen Scouts wegkommen. Kyushaiden Peasants. Also, die Raider können wir mal anheuern. Der wollte gleich. So, dann gib mir mal euren ganzen Spaß hier noch mit, natürlich. Echness decreased. So, das war's doch jetzt für. Ja, das hätte ich jetzt gerne, ja. One to your troops. Also, die haben noch Leute. Wo ist denn noch was von denen? Oh, ist da noch was? Die haben da. Du willst mich. Hier ist ein anderer. Das sind die hier. Ja, verdammt, dann haben wir hier noch 1, 2, 3, 4 Settlements, 5, 6, 7. Ja, das dauert noch. Ja, und jetzt der Krieg gegen die Kushaiten, der wird, glaube ich, schlimm genug werden. Schauen wir mal, was das Königreich sagt. Ja, Lard, hier, bitte, ich möchte das haben. Mann! Was mache ich das hier eigentlich alles? Für irgendwelche anderen Typen. Sagen wir mal kurz rein nach Unida. Wollte das hier wiederholen. Meine Güte, sind das viele Leute hier. Traden wir mal ein wenig. Und sehen, dass es natürlich nicht viel gibt. Rich Great Saber. Den sehe ich jetzt auch jedes Mal. Wir könnten sehr gut hier die Stugian Trotter verkaufen. Und das ganze Zeug hier, das kann alles weg. Ja, Wolle kann auch weg. Auch nichts dabei. Ja, wobei die Kühe und die Schafe. Wir haben 13 Schweine noch. Sehr gut. 15.000. Warum auch nicht? Gehen wir gleich mal in die Arena? Nee. Tun wir nicht. Keep. Donate Troops to Garrison. Ehrlich gesagt, nein. Go to Dungeon. Donate Prisoners. Da könnten wir vielleicht, ja genau, diese Spearmen, die wir eh nicht haben wollen. Archer. Ja, die behalten wir erstmal hier unten drin. Dich können wir auch donaten hier. Go. So. Die sind alle grün. Mögen uns wenig. Warte mal. Achso, natürlich, wir sind alle in der Lord's Hall. Ich wundere mich. Was ist denn hier los? Ja. Wir sind alle in der Lord's Hall. Und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Versuchen das jetzt zu sichern vor diesen 10.000 Mini-Armeen hier. Also, ja, dafür müssen sich echt was einfallen lassen. Vielleicht ist es ja ganz einfach, dass man sagt. Andererseits ist das auch blöd. Es muss irgendwie mit der
Größe des Reiches skalieren, wie viele Lords man haben kann. Momentan scheint es das tatsächlich ja nicht so zu sein. Okay, also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Thorin.